Guten Morgen, Klasse 9. Ich schaue in die Kamera. Ja, gut. In die Welt schaue ich natürlich auch. Aber wir sind hier auf YouTube und da ist jede Minute kostbares Datenvolumen. Das heißt, ich denke, wir können den Morgenspruch jetzt mal überspringen. Ja, an dieser Stelle muss ich, denke ich, ein paar Erklärungen loswerden. Dieses Video richtet sich in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 der Waldorfschule in Siegen. Das bedeutet allerdings nicht, dass jetzt alle diejenigen, die vielleicht zufällig auf der Seite gelandet sind, hektisch wegklicken müssen. Denn ich erzähle so ein paar Sachen, die auch für andere Leute interessant sein könnten. Also bleibt ruhig dran und guckt mal, was es so bringt. Aber es erklärt zumindest den Morgenspruch, dieses typische Waldorf-Element. Aber wie gesagt, den lassen wir jetzt weg. Ihr, liebe Klasse 9, könnt ihn ja sowieso auswendig. Ja, warum bin ich jetzt hier auf YouTube? Ich muss direkt sagen, am Anfang, es ist mein allererster Film auf YouTube. Es ist überhaupt der erste Film, den ich von mir mache. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin kein Experte im Schneiden. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich vor euch stehe, vor der Klasse, kann ich auch nichts rausschneiden. Und so ist es wenigstens ein kleines bisschen authentischer. Apropos authentisch, was nicht authentisch ist, ist die Länge. Ich werde jetzt nicht einen Hauptunterricht lang auf euch einreden, sondern ich habe beschlossen, die Sachen kompakt zu machen. Ich möchte ein paar kurze Videos aufzeichnen, in denen ich euch Dinge erzähle. In der Geografie-Epoche der 9. Klasse gibt es einiges zu erzählen. Und vieles, was ich euch gerne an der Tafel darstellen würde, zeigen würde, aber ich habe jetzt hier keine Tafel, das müssen wir dann verschieben. Aber auf YouTube gibt es eben auch viele Sachen, die sehr schön bereits aufbereitet worden sind, und zwar viel besser, als ich das könnte. Ich werde also im Laufe dieser kleinen Filmchen, die ich euch aufnehme, auf Themen verweisen, die es hier auf YouTube schon gibt. Und in jedem kleinen Video werde ich auch versuchen, eine kleine Aufgabe für euch unterzubringen, die ihr dann per Mail schicken könnt. Ja, in der Klasse 9 behandeln wir die Oberflächenformen der Erde. Dazu müssen wir uns aber erstmal anschauen, wie sieht die Erde denn überhaupt aus? Und das wissen wir natürlich. Die Erde ist eine Kugel. Also fast eine Kugel. Sie ist ein bisschen abgeplattet, also von Pol zu Pol ist sie ein bisschen kleiner als vom einen Ende des Äquators zum anderen. Aber im Prinzip ist die Erde eine Kugel. Und das wissen wir seit ein paar tausend Jahren. Kein Witz, seit ein paar tausend Jahren. Um 250 vor Christus hat nämlich der griechische Gelehrte Eratosthenes, der in Alexandria gelebt und geforscht hat, der hat den Umfang der Erde nicht nur gewusst, er hat ihn berechnet. Also er hat nicht nur gewusst, dass die Erde eine Kugel ist, er hat ausgerechnet, wie groß diese Kugel ist. Und das ist schon eine enorme Leistung. Und da sind wir beim ersten Beispiel. Das ist nämlich in einem kleinen Video hier auf YouTube bereits schön erklärt worden. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, aber wenn ihr euch auf YouTube so ein bisschen mal umgeguckt habt, da habt ihr festgestellt, vielleicht, dass nicht nur diese schönen Erklärungen es auf YouTube gibt, sondern auch ganz schön abstruse Vorstellungen. Bis hin dazu, dass die Erde gar keine Kugel ist, sondern eine Scheibe und feststeht. Kein Witz, es gibt in der jüngsten Zeit immer mehr Menschen, die tatsächlich denken, die Erde wäre eine Scheibe. Warum sage ich das? Das hat ja eigentlich mit der Epoche in der Klasse 9 nichts zu tun. Aber diese Menschen stellen sich ein paar Fragen, die auf den ersten Blick gar nicht dumm klingen, weil sie wirklich ganz Erstaunliches zutage fördern. Und deswegen möchte ich jetzt hier in diesem meinem ersten Video ein bisschen was über Maßstäbe, über Größen, über Geschwindigkeiten sprechen, damit wir uns die Erde vorstellen können. Ja, wie groß ist die Erde? Durchmesser.
Wie gesagt, von Pol zu Pol ein bisschen weniger, aber Größenordnung 12.740 Kilometer ist der Durchmesser. Kann man sich nicht wirklich vorstellen. Warum sehen wir davon nichts? Also es stimmt schon, um die Krümmung der Erdoberfläche zu sehen, müssen wir schon auf einen ziemlich hohen Berg steigen und gute Sicht haben oder zum Beispiel an die Nordsee fahren und da das Glück haben, dass wir richtig weit gucken können. Ich habe das vor kurzem noch gehabt, dass ich mit der jetzigen 10. Klasse auf Hallig-Hooge war zum Feldmessen. Und wenn man dann zum Festland gucken kann, ganz weiten Blick hat und im Fernglas guckt, dann kann man sehen, wenn da ein Windpark steht, dass die Windräder tatsächlich unterm Horizont herfliegen. Da kann man die Krümmung der Erdoberfläche sehen. Aber so im alltäglichen Bereich schwierig. Warum? Ja, stellen wir uns mal vor, diese Erdkugel wäre ein bisschen größer. Wir blasen sie mal auf einen Maßstab auf, den man schon rechnen kann. Den Maßstab 1 zu 10 Millionen. Und dann schauen wir mal. Dann ist die Erde ein Sitzball, wie ihr ihn aus Gesundheitsshops vielleicht kennt. Ein Sitzball für großgewachsene Menschen, nämlich ein Sitzball von 1,27 Meter Durchmesser. Ja, wie groß ist das? Anders gefragt, wie groß ist der Mount Everest auf so einem Sitzball? In diesem doch ziemlich kleinen Maßstab von 1 zu 10 Millionen. Ja, ich will es euch sagen, der Mount Everest ist nicht mal 1 Millimeter hoch. Um genau zu sein, 0,8848 Millimeter. Die berühmten 8.848 Meter, die der Mount Everest hoch ist, die rutschen hier komplett hinter das Komma vom Millimeter. Und die tiefste Stelle, der Marianengraben, das Vityas-Tief im Marianengraben für die Spezialisten unter euch, 11.000 Meter tief, ist 1,1 Millimeter. Also auch nichts, was wirklich beeindruckend wäre. Das sind die Maßstäbe, die jetzt hier auf der Erde sozusagen von der Kugel abweichen. Also wir können wirklich sagen, für unsere Begriffe ist die Erde eine Kugel und ziemlich glatt. Aber müssten wir nicht wenigstens die Geschwindigkeit merken? Ich meine, die Erde dreht sich einmal um sich selber. Das ist auch so ein Argument derjenigen, die behaupten, sie könnte sich doch gar nicht drehen, das müssten wir doch merken. Ja, dreht sich die Erde schnell? Dreht sie sich langsam? Das ist eine gute Frage. Wenn ich am Nordpol stehe, dann drehe ich mich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Da wird mir nicht schwindelig und ich gehe in keine Achterbahn. Wenn ich am Äquator bin, da ist das eine ganz andere Hausnummer, die Geschwindigkeit. Wir stellen uns vor, die Erde dreht sich und jetzt bleibt die mit einem Ruck stehen. Ich bin nicht angeschnallt, donner gegen die Wand. Wenn ich am Äquator stehe, tue ich das mit 1600 Stundenkilometern. Da bleibt von mir nicht viel übrig. Aber ist das jetzt schnell? Auf den ersten Blick denkt man sich, 1600, das ist verdammt schnell. Aber wenn sich alles um mich herum mit derselben Geschwindigkeit bewegt, dann kann ich das nicht merken. Ich kann Geschwindigkeit nicht feststellen. Wir Menschen haben nämlich kein Sinnesorgan, mit dem wir Geschwindigkeit feststellen könnten. Das können wir nur über unsere Augen, dadurch, dass wir unsere Geschwindigkeit mit der Umgebungsgeschwindigkeit vergleichen. Bestes Beispiel, habt ihr alle schon mal erlebt, ihr sitzt im Zug und der hat eh schon Verspätung, kennen wir ja, und dann sitzen wir im Bahnhof und fährt nicht los und dann gucken wir so raus und denken uns, ach, endlich. Ach, endlich geht's weiter. Boah, guck. Ja, ist schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Moment mal, was macht der Bahnhof da draußen? Ha, war der Nachbarzug. Der ist in die andere Richtung gefahren. Haben wir nicht gemerkt, weil wir nur unsere Augen hatten und gehofft haben, wir fahren los, dabei fuhr der los. Haben wir nicht gemerkt. Und diejenigen von euch, die schon mal geflogen sind,
wissen auch, wenn ihr mal müsst im Flugzeug, geht nach hinten auf die Toilette. Ihr müsst nicht schneller sein als das Flugzeug, um wieder zu eurem Sitzplatz zu kommen. Also, Geschwindigkeit ist relativ. Und einmal am Tag um die eigene Achse ist jetzt nicht wirklich schnell. Ja, aber müssten wir nicht die Bewegungen der Sterne sehen? Dazu muss ich jetzt mit euch den Maßstab ein bisschen, gut, den Maßstab will ich beibehalten, aber den Blickwinkel etwas erweitern. Der Maßstab, in dem unsere Erde ein Sitzball von 1,27 Meter ist, den möchte ich jetzt mal anwenden auf unser näheres Sonnensystem, zunächst mal auf den Mond. Wie groß ist der Mond in dem Maßstab? Der Mond ist in dem Maßstab ein Medizinball, der ungefähr 34 cm Durchmesser hat, ein bisschen mehr. Der fliegt um die Erde drumherum, um diesen 1,27 Meter Sitzball und das in einer Entfernung von fast 40 Metern. Das könnten wir jetzt hier in der Klasse schon gar nicht mehr darstellen. Da müssten wir uns den Medizinball da drüben bei den Basketballkörben vorstellen, wenn wir jetzt hier in der Klasse wären, in dem Maßstab. Was ist mit der Sonne? Die Sonne ist in dem Maßstab ein glühender Gasball mit einem Durchmesser von 139 Metern. Das ist ungefähr so viel, wie die Cheops-Pyramide hoch ist. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und diese 139 Meter große Sonne befindet sich in 15 Kilometern Luftlinie Entfernung in unserem Maßstab. Und jetzt schafft die Erde einmal im Jahr diese Riesenstrecke einmal um diese Sonne rum. In absoluten Zahlen gesehen ist das eine riesige Strecke. Wenn die Erde da einmal im Jahr um die Sonne fliegt, dann muss die über 100.000 Stundenkilometer schnell sein. Klingt wieder wahnsinnig schnell, ne? Aber die Erde ist 12.000 Kilometer groß. Das heißt, wenn sie 100.000 Kilometer schnell ist, ich habe das mal ausgerechnet, dann braucht die ungefähr 7,5 Minuten, um einmal einen Punkt zu passieren, also um ihre eigene Länge einmal zurückzulegen. 7,5 Minuten. Da ist eine Weinbergschnecke siebenmal so schnell. Die braucht nur eine Minute. Also hier auch wieder 100.000 Stundenkilometer klingt sehr schnell, aber ist nicht wirklich schnell, wenn man jetzt mal guckt, wie groß die Erde ist. Deswegen die Frage, die diese Flacherd-Befürworter stellen. Das ist die, müssten sich die Sterne nicht bewegen, wenn wir so schnell sind. Und da müssen wir eben jetzt noch ein bisschen weiter weggehen. Wir müssten jetzt gucken, wo sind denn die anderen Sterne überhaupt? Und da müssten wir an unseren Maßstab von 1 zu 10 Millionen, den wir vorhin hatten, müssen wir noch ein paar Nullen dranhängen. Genau genommen müssten wir daraus einen Maßstab 1 zu 100 Milliarden machen. Ich tue die Erde mal weg. Die können wir jetzt nämlich nicht mehr sehen. Wir stellen uns jetzt die Sonne vor, 1,3 Zentimeter im Durchmesser. Die Erde ist jetzt 0,1 Millimeter. Das kann man mit dem menschlichen Auge gerade noch so sehen. Ein Zehntel Millimeter in anderthalb Metern Entfernung. Der Mond, den kann man nicht mehr sehen. Der ist nämlich nur noch 0,03 Millimeter groß. Umkreist die Erde in 3,8 Millimetern Entfernung. Und jetzt fliegt die Erde diese anderthalb Meter Radius einmal im Jahr um die Sonne. Und um den Betrag müssen sich natürlich die Sterne verschieben. Wenn jetzt ein Stern 10 Meter entfernt wäre in dem Maßstab, dann würde man das auch sehen. Natürlich würde man das sehen. Aber der nächste Stern in dem Maßstab, Alpha Centauri, der ist in Kiel. 400 Kilometer entfernt, das ist der Maßstab. Wenn die Sonne so eine Murmel ist, dann ist Alpha Centauri 400 Kilometer entfernt. Und den können wir noch nicht mal sehen.
Er ist nämlich nur von der Südhalbkugel aus zu sehen, Alpha Centauri. Der nächste Stern, den wir mit bloßem Auge sehen können, ist Sirius. Der hellste Stern im Sternbild. Genau, großer Hund. Denn wo kann sich Sirius Black rein verwandeln? In einen großen Hund. Das ist kein Zufall. J.K. Rowling kannte das. Und Sirius ist so weit weg wie Florenz. Also, auf die Entfernung können wir das nicht mehr mit bloßem Auge sehen. Wir können nicht sehen, ob sich ein kleines Leuchtkügelchen innerhalb eines Jahres, das sich in Kiel befindet, um 3 Meter verschiebt oder nicht. Ne? 1,5 Meter so, 1,5 Meter so. Können wir nicht. Haben wir keine Chance. Also, die kosmischen Maßstäbe, die sind so gigantisch, dass keinerlei Bewegung da aus unserer Bewegung sichtbar ist. Aber zurück zum Thema. Es soll um den Aufbau unserer Erde gehen. Und da gehe ich jetzt nochmal in den Maßstab, den wir vorhin hatten, nämlich 1 zu 10 Millionen. Und frage, dieser Sitzball, wie weit waren wir denn schon mal unten? Was ist die tiefste Bohrung? Und die tiefste Bohrung ist 1,2 Millimeter sind wir da reingekommen in diesen gigantischen Ball. Wieder, das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Und den ganzen Rest, den haben wir in der Vergangenheit durch naturwissenschaftliche Beobachtungen rausbekommen. Aber das würde jetzt den Rahmen unseres allerersten Videos sprengen. Deswegen verabschiede ich mich für heute. Und heute im ersten Video gibt es auch noch keine Aufgabe für euch. Bis die Tage!